Moin, moin, ja, es gibt mich noch und ich komme zurück mit einem sehr beliebten BookTube-Format, was hier gerade in aller Munde ist und überall aufploppt. Und ich finde das total klasse, weil ich liebe dieses Format. Es ist zum einen sehr kommunikativ, wenn man sich immer mit einem anderen BookTuber zusammentut und es ist einfach auch sehr, sehr spannend, weil es einfach mal eine ganz andere Perspektive auf den eigenen Sub gibt und man kann eben auch so ein bisschen Mäuschen spielen. Und ja, die ungelesenen Bücher eines anderen so ein bisschen durchstöbern. Und das ist ja sehr, sehr spannend. Also, ich habe mich mit der lieben Kali vom Kanal Kalis Books zusammengetan und wir haben gegenseitig unsere Listen der ungelesenen Bücher ausgetauscht und jeweils dann so ein bisschen drum rumgestöbert. Und wir haben jetzt abgemacht, dass wir uns gegenseitig vier Bücher aussuchen, die wir dann jetzt im Juni lesen können. Und zwei davon können wir uns mindestens davon aussuchen. Und wenn wir Lust auf mehr von dieser Liste haben, dann können wir natürlich davon mehr nehmen. Aber wir haben gesagt, zwei von vier müssen wir uns mindestens aussuchen, damit man immer noch so ein bisschen das Gefühl hat, dass man frei ist, dass man immer noch ein bisschen entscheiden kann, worauf man wirklich Lust hat. Aber es ist halt einfach total spannend, was der andere dann für einen aussucht. Und ich würde sagen, dann schauen wir doch gleich mal, was die liebe Kali für mich als erstes Buch ausgesucht hat. Hallo ihr Lieben, ich bin Kadi von Kalis Books und ich freue mich, dass ich bei diesem Format mitmachen kann. Die liebe Ramona hat mir Einblick auf ihren Sub gewährt und ich freue mich total, weil das einfach eine sehr, sehr spannende Sache ist. Also ich durfte ein bisschen stöbern, ich durfte schauen, was bei ihr auf dem Sub liegt und mich haben so viele Sachen angesprochen, dass es echt schwierig war, was rauszusuchen. Und letztendlich habe ich mich für vier Bücher entschieden, von denen ich denke, dass sie auch Freude daran haben wird. Ich habe tatsächlich gedacht, das ein oder andere Buch, das würde ich tatsächlich gerne mit ihr mitlesen oder würde ich mir auf jeden Fall auch ja, holen. Also da ist auch sogar was auf die Wunschliste gewandert. Und ja, liebe Ramona, ich hoffe, dir gefällt, was ich ausgesucht habe und ich fange direkt mal an. Und zwar, ich habe die Bücher nicht in physischer Form hier, deswegen blende ich die hier oben ein. Lese das jetzt auch aus meinen schlauen Büchlein hier raus, was ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar habe ich mich als erstes für ein Buch entschieden, wo mich der Klappentext echt neugierig gemacht hat. Und zwar handelt es sich um Naomi Novik Scholomance. Es ist ein Auftakt einer Trilogie. Und das ist eine ungewöhnliche Geschichte, wie ich finde. Es geht hier um eine Schule, die nicht so ist wie andere Schulen. Also in dieser Schule gibt es nur zwei Wege rauszukommen. Entweder ein erfolgreicher Abschluss oder eine erfolgreiche Abschlussprüfung oder der Tod. Und es gibt hier wohl keine Lehrer, keine Ferien und Freunde gibt es hier auch nicht, sondern sie sind nur Mittel zum Zweck. Und das Ganze klingt einfach unheimlich aufregend, finde ich. Und ich kenne keine Geschichte in dieser Form oder in dieser Art. Und soweit ich das verstanden habe, haben wir eine Protagonistin und einen Protagonisten. Und ich bin gespannt, was sich da so entwickelt, wie sich die Schüler und Schülerinnen ja, dort behaupten und was es da für Fächer zum Beispiel gibt, warum es diese Schule überhaupt gibt, wie dieses ganze System funktioniert. Ich habe mich da unheimlich viele Fragen, also ich habe mich viel gefragt, schon bevor ich überhaupt irgendwas in diesem Buch gelesen habe, aber was für eine Welt das ist, wo es eben so eine Schule gibt und welche Person da überhaupt hin möchte oder ist das eher Zwang? Keine Ahnung. Fragen über Fragen. Ich bin gespannt, ob Ramona, also ob du Ramona dir das aussuchst. Und ja, ich glaube, ich werde mir das Buch auf jeden Fall selber holen, weil ich das total spannend finde. Ja, Scholomance von Naomi Novik hat sie mir ausgesucht und das ist ein Buch, was relativ neu auf meinem Sub ist, also noch gar nicht so lange ungelesen hier liegt. Und im Grunde kann ich einfach alles unterstreichen, was die liebe Kali hier zu diesem Buch gesagt hat, dass es einfach eine ungewöhnliche Idee ist, dass es spannend klingt, dieses Konzept der Schule näher kennenzulernen. Und ich liebe ja Magierschulen, aber das Konzept noch mal so ein bisschen anders mitzuerleben, das finde ich richtig spannend. Es klingt sehr, sehr düster. Die Protagonisten haben auch magische Fähigkeiten. Wenn ich das vom Klappentext her richtig verstanden habe, hat die Protagonistin auch eine sehr gefährliche Gabe, womit sie ja auch keine richtigen Freundschaften schließen kann, weil sie die
die sonst in Gefahr bringen würde. Und da ist dann immer die moralische Frage, soll sie die gegen die anderen einsetzen? Ich hoffe nur, dass da jetzt nicht so eine große Liebesgeschichte entstehen wird, weil wir eben einen männlichen Protagonist und eine weibliche Protagonistin haben. Das wird mich, glaube ich, ein bisschen stören, weil es eben dennoch ein Jugendbuch ist. Aber trotzdem finde ich das Konzept sehr, sehr spannend und das Setting könnte mich auch total faszinieren. Das Cover, da müssen wir nicht drüber sprechen, das ist einfach ganz, ganz toll. Und die Bände sollen auch schnell hintereinander eintreffen. Das heißt, man kann die Trilogie auch bald dann auch beenden und muss nicht so lange auf die Fortsetzung warten. Also das ist auf jeden Fall eine tolle Auswahl, denn ja, das ist nicht ohne Grund hier ziemlich schnell nach Erscheinen bei mir eingetroffen. Hat natürlich sicher auch was mit dem Cover zu tun, dass mich das angefixt hat, aber die Idee muss natürlich auch passen dahinter. Und ich finde, hier wird eine sehr klassische Urban Fantasy Idee dieser Magierschule mit neuen Ideen verwoben. Und ja, ich bin gespannt, wenn ich das lesen werde, wenn ich mich dazu entscheiden werde, ob mich dieses Konzept überzeugen kann. Und dann werden wir mal schauen, was die liebe Kali mir jetzt noch so ausgesucht hat. Das nächste Buch, was ich rausgesucht habe, ist ein Buch, was ich vor vielen, vielen Jahren schon gelesen habe, von Oscar Wilde, das Bildnis des Dorian Gray. Und ja, Ramona, solltest du dich für dieses Buch entscheiden? Demnächst würde ich eventuell ein Reread starten, weil ich ja, mich nicht mehr an viel erinnern kann, aber weiß, dass mich die Grundstory schon begeistern konnte. Hier geht es um den jungen Dorian Gray, der ein Porträt von sich hat, was an seiner Stelle altert. Und während Dorian Gray immer grausamer und maßloser in seiner ganzen Art wird, altert er einfach nicht. Also er bleibt jung und schön und makellos, aber sein Charakter eben nicht. Und das ist so ein bisschen die Hauptgeschichte. Ja, ich fände es total spannend, wenn du das lesen würdest. Und wie gesagt, ich wäre da nochmal bei und hätte große Lust darauf. Keine Ahnung, mal gucken. Ich glaube, das ist auch gar nicht so dein normales Beuteschema, oder? Wobei ich mir vorstellen kann, dass dir das unheimlich gut gefallen könnte. Also du liest ja trotzdem querbeet, auch wenn Fantasy, ne, Fantasy so deins ist, aber trotzdem liest du ja alles Mögliche. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob du dich dafür entscheidest. Der Klassiker, das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde, das ist ein Buch, was schon sehr, sehr lange auf meinem Sub liegt. Das gehört tatsächlich auch zu den Büchern, die am längsten ungelesen bei mir herumliegen. Und ich habe ja am Anfang des Jahres so eine kleine Challenge gemacht und mir die 5 Bücher rausgesucht, die am längsten bei mir liegen. Und das gehörte dazu. Und das war ja tatsächlich eine Challenge, wo ich gesagt habe, diese 5 Bücher möchte ich in diesem Jahr 2021 auch wirklich lesen. Hierzu hat sich tatsächlich auch schon eine Leserunde zusammengefunden. Wir haben nur noch nicht so einen richtigen Termin gehabt, haben immer wieder verschoben. Und jetzt, wo ich gesehen habe, dass Kali mir dieses Buch hier rausgepickt hat, habe ich diese Leserunde nochmal angefragt, ob ihnen vielleicht Juni passen würde. Und ja, haben sofort alle zugesagt, passt also perfekt mir in den Kram hinein. Das ist also auf jeden Fall das Buch, was schon feststeht, was ich im Juni lesen werde. Und die liebe Kali haben wir jetzt zu unserer Leserunde auch hinzugefügt, weil sie ja gerne das Buch nochmal rereaden würde. Und dann wird sie ja auch dabei sein und da freue ich mich umso mehr. Diese Leserunde wird bestimmt spannend. Ich habe hier schon mal das erste Kapitel gelesen. Sprachlich war ich schon sehr, sehr angetan. Es hat sehr, sehr lange verschachtelte Sätze, aber auch wirklich eine sehr, sehr schöne Sprache. Wir haben hier auch extra uns kleine Abschnitte eingeteilt. Da werden wir uns schön viel Zeit lassen für dieses doch relativ dünne Büchlein, um das zu besprechen, weil ich glaube, da steckt ziemlich viel hinter. Ja, ich mag oder freue mich einfach auf diesen düsteren Klassiker, der ja oft auch ja, in Horrorfilmen oder in Games so schon so ein bisschen umgesetzt wurde. Und deswegen will ich jetzt auch endlich das Original kennenlernen. Und ich glaube, dass mir das sehr, sehr gut gefallen wird. Und ja, ich freue mich dann auch auf den Austausch mit den anderen Lesern. Ein Buch, was ich jetzt schon öfter auf BookTube gesehen habe und was mich irgendwie total angesprochen hat. Ich kann aber nicht genau benennen, warum das so ist. Das habe ich bei dir auf dem Sub gefunden und ja, ich bin gespannt, ob das etwas wäre, worauf du jetzt demnächst Lust hättest. Das ist von Susanna Clark, Piranesi. Und ich lese mal ganz kurz den Klappentext hier vor.
Ein riesiges Gebäude, in dem sich endlos Räume aneinanderreihen, verbunden durch ein Labyrinth aus Korridoren und Treppen. An den Wänden stehen tausende Statuen, das Erdgeschoss besteht aus einem Ozean. Bei Flut donnern die Wellen die Treppenhäuser hinauf. In diesem Gebäude lebt Piranesi. Er hat sein Leben der Erforschung des Hauses gewidmet und je weiter er sich in die Zimmerfluchten vorwagt, desto näher kommt er der Wahrheit über die Welt jenseits des Gebäudes und der Wahrheit über sich selbst. Das klingt schön kryptisch und ich dachte, ich bringe ein bisschen Variation in das Ausgesuchte raus, also nicht nur total Fantasy, sondern vielleicht auch irgendwie noch was Ungewöhnlicheres, und für mich hat diese Mischung jetzt ganz gut funktioniert. Also ich bin sehr, sehr gespannt, ob das etwas für dich wäre, was du zurzeit lesen würdest, und ja, genau. Bin sehr, sehr gespannt. Piranesi von Susanna Clark ist ein Buch, das wirklich sehr, sehr besonders ist. Auch hier habe ich schon reingelesen und ich glaube, dieses Buch ist einfach stimmungsvoll und sehr philosophisch, inhaltlich, aber auch sprachlich sehr, sehr besonders und poetisch. Ja, wie gesagt, ich habe die ersten paar Seiten schon gelesen und ich glaube, hier kann man sehr viel hineininterpretieren. Es ist sehr ja, atmosphärisch eben, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass man eben da ein bisschen nachdenken muss und sich auch ein bisschen mehr Zeit nehmen muss und vielleicht auch die Sprache und den Stil hier sehr genießen kann. Ich mag ja besondere Bücher und besondere philosophische Fantasy. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Jonathan Strange und Mr. Norrell, das ist ja ihr bekanntestes Werk. Das habe ich bisher nicht gelesen. Geht auch in eine ganz andere Richtung, um zwei Zauberer, ich glaube im 18., 19. Jahrhundert. Und da spielt ja auch viel Politik eine Rolle. Deswegen hat mich das immer ein bisschen erschreckt und es ist auch ein ganz schöner Klopper. Aber das hier, da möchte ich gerne die Autorin gerne mal kennenlernen. Und ja, ich glaube, der Schreibstil, der konnte mich auf den ersten Seiten schon begeistern. Hoffentlich wird es das auch weiterhin tun. Also könnte ich mir auch total vorstellen, dass ich dazu im Juni greifen werde. Das nächste und letzte Buch, was ich für dich ausgesucht habe, ist von Samantha Shannon, Der Orden des geheimen Baumes. Und für mich klingt das nach High Fantasy und das hat sofort mein Interesse geweckt. Also das wäre tatsächlich auch ein Buch, was ich sofort lesen würde. Und die Geschichte klingt total spannend. Es geht hier wohl um eine Welt, wo Frauen an der Macht sind. Und sie können Königinnen, Drachenreiterinnen sein, alles Mögliche. Diese Welt ist ein bisschen gespalten, denn auf der einen Seite dieser Welt werden zum Beispiel Drachen vergöttert und auf der anderen Seite werden sie aber total gefürchtet und verdammt. Und dann gibt es aber ein großes oder eine große Gefahr, der sich gestellt werden muss. Es scheint wohl einen Drachen aus der Vergangenheit zu geben, der wieder auftaucht und der muss bekämpft werden, aber das funktioniert nur, wenn beide Parteien sich zusammentun. Und es gibt wohl drei Frauen, die das in die Hand nehmen wollen, um das Land wieder zusammenzuführen, um gegen diese große Gefahr anzukämpfen. Ich finde, das klingt super spannend. Also es ist wirklich etwas, wo ich mir vorstellen kann, dass du auch Lust drauf hättest. Naja, ist die Frage, ob das jetzt gerade die Zeit dafür ist. Also letztendlich hast du dich ja für all diese Bücher in irgendeiner Form mal entschieden. Also hast sie gekauft und sie sind bei dir eingezogen. Also wirst du ja grundsätzlich darauf Bock haben. Aber ja, ich bin total gespannt, ob es jetzt gerade so die Zeit ist. Und ich bin sehr gespannt auf deine Entscheidung. Und ich finde dieses Format einfach klasse. Genau. Also, bis dann. Und als letztes Der Orden des Geheimbaumes, Samantha Shannon. Das Buch ist auch auf BookTube rauf und runter gegangen bei den Fantasy-Lesern. Und auch ich als Drachen-Fan und High-Fantasy-Fan musste mir dieses Buch natürlich zulegen. Dann, wo alle das irgendwie gelesen haben, ist so ein bisschen mein Interesse wieder abgeflacht, weil ich einfach gehypte Bücher ja meistens weiß ich nicht, fallen nicht so richtig in mein Beuteschema dann hinein. Aber jetzt ist es alles so ein bisschen still um das Buch wieder geworden. Deswegen habe ich jetzt auch richtig Bock da drauf, mal wieder Drachen High Fantasy zu lesen. Auch hier finde ich es so ähnlich wie bei Skolomance. Hier wird eine sehr klassische Fantasy-Struktur genutzt und dann ein bisschen anders umgesetzt oder mit kleinen neuen Elementen versehen. Eben, dass es hier Frauen an der Macht sind und eben dieses gespaltene Reich, wo Drachen verehrt und gefürchtet werden. Und ja, ich
werde die Drachen hoffentlich verehren und sie sehr, sehr genießen, wenn sie auftauchen. Ich finde das Cover auch einfach wunderschön. Es ist jetzt noch eingeschweißt. Ich lasse meine ungelesenen Bücher meistens sehr, sehr gerne noch eingeschweißt und packe sie dann erst kurz vorher vorm Lesen aus. Das ist so ein kleines Ritual. Ich weiß, umwelttechnisch ist das nicht so schön, wenn die eingeschweißt sind, aber ich als Bücherliebhaber ist so ein kleines Guilty Pleasure, einfach so ein Ritual für mich. Und das macht mir immer Freude, wie so ein Geschenk auspacken und dann in diese Welt eintauchen. Ja, und ich kann Kali da nur zustimmen, die Idee dahinter ist einfach richtig klasse. Es ist ein Zweiteiler, der zweite Teil ist bereits erschienen, das heißt, man kann das Ganze auch dann abschließen. Ja, klingt einfach richtig, richtig toll und auch dazu könnte ich sofort greifen. Das heißt, insgesamt hast du mir eine richtig tolle Auswahl da ausgesucht, liebe Kali. Ich finde auch eine richtig tolle Mischung. Wir haben Urban Fantasy, wir haben High Fantasy, philosophische Fantasy und einen düsteren Klassiker. Und ja, also ich würde am liebsten alle vier schaffen. Ich werde mich jetzt auch noch nicht festlegen, welche davon ich auf jeden Fall lesen werde. Also wie gesagt, Dorian Gray ist auf jeden Fall schon gesetzt, aber bei den anderen werde ich das wieder ganz spontan machen, worauf ich am meisten Lust habe. Ich würde aber gerne versuchen, sie alle zu schaffen, weil ich einfach auf alle Lust habe. Und wenn ihr wissen wollt, was ich für Kali ausgesucht habe und wie sie meine Auswahl so findet und wie sie auf meine Auswahl reagiert, dann müsst ihr natürlich auch auf ihrem Kanal vorbeischauen, beziehungsweise hier in der Infobox habe ich ihr Video natürlich verlinkt. Und ich freue mich, dass ich hier Kali auf meinem Kanal zu Besuch hatte und bei ihr zu Besuch sein durfte. Und ich freue mich natürlich, wenn euch das Video gefallen hat und euch dieses Format einfach auch so gut gefällt wie mir, dann machen wir das gerne auch immer wieder. Und ich habe mich sehr gefreut, mit der lieben Kali mal wieder ein kleines Projekt zusammen zu machen. Und das wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Liebe Grüße gehen an dich raus, liebe Kali. Danke für diese tolle Auswahl. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.